Wir sind im Hansa-Park. Ich war noch nie im Hansa-Park. Das ist der größte Freizeitpark an einem Meer. Leute, wenn ihr neu dabei seid, lasst gerne ein Abo dabei, bezahlen wir abonnieren, kriegt den Gaming-Kanal von Julian Bam. Ich habe eine eigene Kochmarke, fivi.gg, da könnt ihr euch schon zum Newsletter eintragen. Und natürlich auch Partner, die mich immer unterstützen bei Reisen und bei Trips. Dementsprechend heute ein kleiner Shoutout an meine Partner. Eine kleine Werbung mit meinem Partner Osman und eine kleine Rezeptempfehlung für euch. Wusstet ihr eigentlich, dass Osman nicht nur ein neues Logo hat, sondern das ganze Design überarbeitet hat? Das sieht doch richtig nice aus, oder? Und heute gibt es eine kleine One-Pot-Pasta und die funktioniert genau so. Als erstes kommen ein paar Makaronis da rein. Dann ein bisschen Tomatenmark, eine gute Ladung Creme Fraiche und noch eine gute Ladung Mozzarella. Und dann kommt hier rein auch schon eine gute Ladung Gemüsebrühe, bis unsere Nudeln einmal bedeckt sind. Das Ganze lassen wir jetzt einmal aufkochen, dafür natürlich Deckel drauf. Und in der Zwischenzeit könnt ihr natürlich wie immer mit dem Code FREEWAFFEL 10% auf eure Bestellung sparen. Wenn ihr euch also nochmal gewürztechnisch eindecken wollt, wäre jetzt die Chance, einfach Code FREEWAFFEL benutzen, uns unterstützen und natürlich euren Bauch lieben. Wenn das Ganze jetzt köchelt, einmal alles ein bisschen verrühren. Und dann lassen wir das Ganze natürlich noch so lange durchköcheln, bis unsere Nudelchen fertig sind und die Soße die richtige Konsistenz hat. Und was ihr in der Zwischenzeit schon machen könnt, ist natürlich ein bisschen reinwürzen. Hier mit Paprika rosenscharf. So schnell kann es gehen. Nudeln sind schon fertig. Ich habe natürlich noch ein bisschen dekorative Mozzarella drüber gemacht, wie es sich gehört. Heißt für uns jetzt nur noch ein kleiner, süßer, leckerer. Zieht schon Fäden. Taste Test. Sehr geil. Kann ich nur empfehlen. So wie der Rest von diesem Video. Den kann ich auch noch empfehlen. Wir sind heute hier. Es wird einiges getestet an Essen. Natürlich halten wir euch mit dem Preis up to date, denn die Saison der Freizeitparks beginnt jetzt. Wir sind in der ersten Woche vom Saisonstart da und da hinten kommt auch schon unsere Mutter. Hallo Mama, hallo. Wir gehen in den Park und fangen an mit einem guten Frühstück, was uns empfohlen wurde hier nämlich. Und zwar einen Frühstücksburger. Irgendwo muss er sein. Wir gehen auf jeden Fall mal hin und kredenzen uns ein Wunderwerk des Frühstücks. Das ist wirklich ganz toll schön hier. Guck dein Boot. In der ersten Location angekommen. Wir sind im Restaurant Weltumsegler. Und ich weiß nicht, ob es euch jetzt sehr ähnlich geht, aber irgendwie, es ist super schön, aber bis auf die Seemannsmusik ist es halt eine sehr moderne Cafeteria von einer Agentur, die hier ist gerade, oder bin nur ich das? Also wir haben eine alte hamburgische Außenfassade, so norddeutsch, ne? So schön alte Klinker, Backsteine, Wändchen hier, aber innen drin ist es sehr durchmodernisiert. Wir haben auf jeden Fall den empfohlenen Frühstücksburger bestellt. Ich habe den mit Ei und Speck, die anderen beiden haben den in einer Veggie-Variante, auch sehr gut. Großes Veggie- und veganes Sortiment und gleichzeitig noch ein Kaffee-Vollautomat, der einen Cappuccino macht mit Hafermilch direkt. Der auch noch ganz lecker schmeckt und gar nicht mal so schwach ist. Eieiei. Da startet man gut in den Tag. Die Panikattacke ist auf jeden Fall vorprogrammiert. Wir warten jetzt mal auf unseren Burger, deswegen haben wir dieses Gerätchen hier und dann schauen wir mal, was das ganze Thema hier so taugt. Burger 8,60 Euro. Kaffee habe ich nicht drauf geachtet. Vollkommen machbar für einen mittelgroßen Kaffee. Burger erscheine. Na, das sieht krank aus. Also für 8,60 ist das doch heftig, die Nummer. Brioche-Brötchen sehen geil selbst gemacht aus. Wir haben so eine kleine, entweder so eine Chipotle-Soße oder so eine Chili-Mayo drauf. Wir haben ein geiles, schönes Ei. Wir haben mit ein bisschen Specki drüber gelegt. Geht's besser oder geht's schlimmer? Und unter dem Eis nochmal Soße. Oh, das ist ja ein pures Vergnügen. Ich hau jetzt mal hier rein. Schön auf der Innenseite perfekt getoastet. Ey, was ist das denn für eine geile Nummer bis dato? Dazu ein fetter Salat. Hör ich das Crunchen? Das ist übel geil. Guck, wie fluffig er auch ist. Spannend zu essen. Ich bin froh, dass ich Messer und Gabel habe dazu. Alles in allem noch eine sehr gute Nummer, würde ich sagen. So. Was sagst du? Lecker wohl, ist oder? Lecker, ja. Würde ich auch sagen. Ich habe am Anfang ein bisschen Angst gehabt, dass das so, kennst du dieses schnelle Tütenrührei oder so? Aber ultra lecker, wirklich schmeckt. Kleiner frischer Salat dazu mit so Joghurt-Dressing ist jetzt nicht 100% meins, aber finde ich für den Preis vollkommen alright. Also ich bin sehr positiv überrascht. Geiler Start an den Tag, würde ich sagen. Das ist bei mir eine 4,5 von 5. Das finde ich wirklich doll lecker. Aua. Ich bin so gestoßen gerade. Oh Gott. Wir gehen jetzt mal weiter, falls ich noch gehen kann. Ansonsten rollen wir weiter. Oh Mann, oh. Ein Gerät. Heftig, kräftig, schmäftig.
Und groß die Nummer. Frisch gemacht, gerade in Backteig getunkt und dann nochmal frisch frittiert. Ich bin doll gespannt. Auch wenn ich nicht der größte Fischi bin, habe ich ja hier die beiden Fischkenner Nummer 1 aus Köln dabei. Justin und Juliane. Oh, Remoulade. Remmo ist sehr lecker. Da muss man jetzt dann bitte beachten. Bei Remmo gibt es immer Unterschiede. Die hat so kleine Zwiebelstückchen noch drin und so. Das finde ich schon ganz schön fies geil. Gibt Leute, die mögen das dann nicht so, wenn nochmal Crunch in der Remmo ist. Aber ich finde es schon ganz gut. Panade ist ganz gut. Würde noch ein bisschen Salz reinmachen. Aber ansonsten ist sogar von mir ein Leckobärtchen. Aber ich finde diese Zubereitungsweise mit dem Brötchen so schrill. Muschelbrötchen. Ja, genau. Ich werde das Muschelbrötchen jetzt mal entern, richtig? Warte mal. Weil dann kann ich den, glaube ich, auch wirklich drauf machen. Weil das sieht zwar so cool aus, aber es ist so unpraktisch, oder? Weil dann hast du wie bei so einem Döner. Unten dann immer Soße mit allem drum und dran, aber so passt doch drauf die Nummer. Guck mal hier. An dem Moment werde ich mich mein ganzes Leben lang erinnern. Das saftet ordentlich. Mama holt mir schon Servietten. Das ist sehr, sehr lieb. Das macht mir auch doll Freude, das zu essen. Schreit ja schon fast. Nach einer 4 von 5. Und das für Fisch? Wirklich, das Salzthema hättest du noch für mich ein bisschen abgerundet. Jetzt wird sich mal richtig einer reingeorgelt hier. 6,90 Euro übrigens, ne? Ich bin echt sehr positiv überrascht. Der Internetauftritt vom Hansapark ist wirklich ein ganz anderes Erlebnis, als wirklich hier zu sein. Aber wir sind ja auch immer noch im Eingangsbereich. Da hinten ist das Tor. Wir gehen jetzt erstmal weiter rein. Ich glaube ins italienische Viertel. Da gibt's Frozen Joghurt und Pasta und sowas. Aber erstmal gibt's natürlich den Bucky. Ich gebe's jetzt weiter an Timo, der ist der größere Fischfan. Wird weiter schnabuliert. Wir haben jetzt einmal Cookie Dough, also Keksteig. Eigentlich was so eine Trendbewegung in Köln jetzt gerade ist. Jetzt aber anscheinend auch hier angekommen. Hatten wir in den anderen Freizeitparks noch gar nicht. Ne? Also die waren noch gar nicht so in den Foodtrends drin. Hier aber fertiger Keksteig, gab einmal Vanille, einmal Schoko. Ich glaube, sowas ohne Topping kostet 3,60. Auf jeden Fall so zwei Subway-Cookies von der Menge auf jeden Fall. Ist halt echt so manchmal Bauchschmerzgarantie, so Keksteig. Ne? Aber Shepard, willst du erst in Schoki rein oder sollen wir erst den Frozen Joghurt machen? Der war auch noch mal so 4 Euro. Geh mal mit der rein. Lecker mit Karamell, magst du, ne? Hier, ein Frojo. Du magst kein Karamell? Wie lange kennen wir uns schon? Lange. Zwei, drei Wochen. Mal, du bist jedes Mal gleich geschockt. Ich liebe Karamell. Ich weiß. Frozen Joghurt, übel lecker. Sehr zitronig, ne? Mhm. Der ist sehr säuerlich. Ist es ein gutes Zeichen bei Frozen Joghurt? Was sagst du zum Karamellgeschmack? Lecker. Dunkel und erlogen den ganzen Tag, die ganze Nummer hier. Ich finde den aber auch lecker, besonders weil das wieder jetzt so ein bisschen so den Sommer einläutet. Das verzerrt natürlich das Geschmackserlebnis, verschmerzt das Geschmackserlebnis. Ist da hinten eigentlich das Meer? Kommen wir heute noch zum Meer, weil das ist ja der einzige Erlebnispark am Meer. Ist es nur, weil es nah dran ist oder können wir gleich wirklich noch mal irgendwie so ein bisschen... Großpause ist vorbei, Leute. Wir müssen wieder rein. Aber was würdest du geben? Für den Frozen Joghurt an sich ist eine 4 von 5. Ich finde ihn sehr lecker. Der ist zitronig, der ist fresh, er schmeckt trotzdem noch nach Joghurt. Ich glaube, das mit so Obst ist ganz geil. Konnte man, glaube ich, auch noch machen. Ah, okay. Ich habe aber nur ein Topping genommen, damit wir nicht so viel uns reintilgen müssen. Und dann einmal ein bisschen Schokoladen-Cookie-Keksteig. Nicht geil. Oh ja, der Crunch noch richtig schön auf den Zähnen. Das ist eine Zuckerbombe, ey. Das macht ihr mit euren Kindern hier und dann werden ihr aber 4 Tage nicht mehr schlafen. Aber geil, sapschig. Konsistenz ist geil, weil ich sagen muss, dass der für mich persönlich ein bisschen zu süß und ein bisschen zu wenig schokoladig ist. Es ist so viel Zuckerkristalle, weil es halt ein Teig ist. Ne? Da ist jetzt auch noch nichts gebacken oder der Zucker nicht so richtig rein. Aber es ist wirklich, als wenn du einfach straight auf so einer Masse mit Zucker rumbeißt. Es ist ungeil. Aber ist bei mir auch eher heute das Schwächste bis dato. Würde ich eine 3 für geben, muss ich ehrlich zugeben. Aber kann man sich schon fetzen. Pause ist auch schon. Wir müssen langsam rein. Die Hantel heben. Ich will der stärkste Mann der Welt sein. Mach das. Wir sind jetzt direkt gesprungen zu einem Pasta-Place. Der war nämlich direkt daneben, wo wir gerade gesessen haben. Und eine gute Pasta bringt doch alle wieder auf Hochtouren. Ah ja, du machst ja Kamera. Egal. Komm, piek's rein. Piek's schnell rein. Flippen, vorsichtig. Timo? Ja, du machst das schon. Ich muss mal ehrlich sagen, wir haben gut, ich glaube, 7-8 Minuten auf die Pasta gewartet, was ein gutes Zeichen ist. Überhaupt nicht als negative Kritik, weil dann wurde die Pasta frisch noch gemacht und das ist nicht so eine, die schon rumliegt. Ich habe mir ganz Basic Pasta genommen, damit wir auch alle zuschlagen können. Schön mit Tomatensauce, weil wenn die Basic stimmen, dann ist der Rest meistens auch okay. So, wir haben noch kleine Mozzarella-Bällchen drauf bekommen. Ich glaube, wir waren jetzt hier bei 11 Euro. Für eine Pasta tut das schon ganz gut, aber wir sind immer noch in einem großen Freizeitpark. Und insgesamt ist es ganz lecky. Ist so 3,5 lecky. Nicht die beste Tomatensauce der Welt, weil die gibt es natürlich nur bei Ninas Vater. Grüße, Micha.
Ist aber wirklich so, wir sind ja in den Genuss gekommen von der Tomatensauce von Ninas Papa. Ja, die ist schon 6,5. Die ist nur 6,5, die ist wirklich sehr gut. Und jetzt fahren wir aber mal bitte durch den Park. Heiner, wir sind jetzt auf dem, wie ist das, Blumenmeer? Es ist schön, es ist süß, sehr gepflegt hier. Der Stein macht Musik, Digga. Was geht ab hier? Oh mein Gott, Timo. Oh mein Gott, das wird so knapp. Oh mein Gott. Hier, ui. Junge. Ich glaube, ich kann das alles nicht mehr, Timo. Guck mal, der Hase ist so, Alter, ich will raus seit 30 Jahren. Der Kollege ist so, boah, jetzt macht wieder Spaß. Und die Ratte ist so, hä? Ich bin viel zu groß. Was ist denn los hier? Oh nein, da kommen Frösche. Ach, du heilige Mutter Gottes und Maria. Ich habe starke Schmerzen. Bitte helfen Sie mir. Das ist ein bisschen wie Murlocs aus WoW gerade. Ist irgendwie nicht so zu Ende gemalt worden, kann das sein? Ah, der rennt noch. Ach, wie? Ey, mach mal ein V rein. Meine Kochmarke. Haben die auch gut hinbekommen. Das sieht ja aus hier. Die haben immer noch so Gnome einfach hier in den Park gemacht. Heißt, glaube ich, aber ich schätze mal, das ist so ein bisschen USA-technisch angehaucht. Spieße kenne ich sonst nur, Schweinenackenspieße vom Mittelalter-Festival. Und da hinten wird auch schon geschossen, das werde ich gleich machen, nachdem ich mir dieses Spiel genüsslich reingezwiebelt habe. 6,90 Euro, damit ihr auch Bescheid wisst. Ich glaube, 12,90 Euro für ein ganzes Menü mit 0,5er Softdrink und noch Pommes und allem dazu. Aber schauen wir mal, ob das besser ist als beim Mittelalter-Spektakulum. Ich schätze mal nicht. Aber let's see. Das ist schon gut. Die Barbecue-Soße ist sehr säuerlich und süß. Glaube ich nicht mein Favorite, aber ich habe es generell mit Barbecue-Soßen. Entweder finde ich die gut oder schlecht. Es gibt keinen dazwischen bei mir. Die ist es, glaube ich, eher nicht bei mir. Ich habe noch mal ein bisschen gedippt. Ansonsten schön knusprig gebraten und ganz lecker. Richtung 3,5, weil bei sowas fetzt bei mir immer Honig am meisten. Weißt du, was ich meine? Wenn da noch so Honig drauf ist und dann ist es so richtig geil karamellisiert, das fetzt am meisten. Aber trotzdem lecker und würzig jetzt reinschnabulieren, sage ich euch, wie es ist. Und dazwischen muss mal geschossen werden. Und das machen wir genau jetzt. Und da ist noch eine Spielhalle. Da lacht die Sonne. Uns natürlich jetzt noch ein bisschen im Wilden Westen zwischen beschäftigen. Maverick und ich, wir ziehen uns jetzt auf jeden Fall erstmal jeder 20 Schuss und dann wird hier einmal alles aktiviert in der Nummer. Genießt und schaut zu. Warte, ich mach mal die hier noch auch dazu an, damit ihr den Überblick habt, was hier so passiert. Hast du schon eingeworfen? Okay, let's go. Okay. Timo. Was hast du gemacht mit meiner Schwester? Die kleine rote Schlange. Da ist sie doch. Dann, was machen wir jetzt? Wir machen den kleinen grünen Ball. Sehr gut. Wir werden noch mal Heidis Rock hochheben. Ein faires Battle, Maverick. Du bist mir der liebste Wingman. Du bist auch mein liebster Wingman. Um meinem Bruder alle Ehre zu machen, werde ich natürlich jetzt einmal in der Arcade-Halle, die hier noch ist, natürlich eine Runde schön Afterburner mir reinfetzen. Passt nicht rein. Es liegt an der Jacke. Alles gut? Ich habe überhaupt keinen Plan, was ich in irgendeiner Form hier mache, aber der Wind bewegt sich. Oh. War doch gut, glaube ich. 17 von 38 Leuten habe ich getroffen. Schmaler Turm sehe ich gerade von der Seite. Ne? Also schon ein extrem hoher, super schmaler Turm. Weißt du, ab irgendeiner Höhe habe ich das Gefühl, es sollte anders sein. Aber es ist einfach nur schmal. Ha. Zwischendurch auch noch so Riesenattraktionen wie so eine riesige Achterbahn, die da neben dem Tower ist. Wahnsinn, ne? Wir hätten nachher noch einen Saloon. Das ist das einzige Restaurant im Park, wo auch Service ist, also wo man sich reinsetzen kann. Und nicht wie bei den anderen, die wir bis dato getestet haben, da ein Buffet ist oder eine Aufpickstation. Das möchten wir auf jeden Fall noch machen. Und es gibt wohl noch einen geheimen Spot, wo es das angeblich beste Chicken hier geben soll im Hansapark. Denn wir haben noch zwei so Abteile, die wir noch gar nicht gesehen haben, obwohl wir schon ein paar Stunden hier sind. Das alles hier wird irgendwann mal dir gehören. Oh, danke schön. Ja, also falls ihr da draußen die Ostsee besitzt, meldet euch doch bei Nina. So, wir gehen mal weiter.
der letzten, vorletzten empfohlenen Spots auf jeden Fall war der Chicken Place in, keine Ahnung, da wo die große Achterbahn ist. Und noch eine wilde Maus. Du warst noch nie, ne? Sollen wir das machen gleich? Der Chicken Place muss natürlich vorher noch sein, weil diese Chicken Tenders wurden empfohlen, gerade frisch frittiert. Die waren alle sehr, sehr lieb. Ich glaube 11,50 Euro oder 90, eins von beiden. Sagen wir mal 11,50 für dieses kleinere Chicken Menü. Das gibt es auch noch in der Maxi-Box. Ich glaube, dann sind es 12 Euro noch was. Probieren wir mal, würde ich sagen. Das ist wirklich super crunchy. Ich schaue mal, ich habe extra noch mal hier die Barbecue genommen, um zu schauen, ob die eine einheitliche Barbecue-Soße haben. Nee, ist die gleiche. Hätte ich doch die Asia-Soße nehmen sollen. Ich hörte schon, es ist frisch frittiert. Es ist ein bisschen mehr, eigentlich ein kleines Hähnchenschnitzel, muss ich ehrlich zugeben, als ein Chicken Tender. Aber ich finde es auch nicht verkehrt. Pommes gibt es jetzt auch endlich mal dazu, heute das erste Mal. Gute Freizeitpark-Pommes. Gut gesalzen, das macht Freude, aber auch sehr basic. Jetzt nicht irgendwie voll drüber. Kann man davon satt werden für 11 Euro, wenn man eine große Mahlzeit isst und dann noch einen Snack? Auf jeden Fall. Ist es geil, auch für Kids, safe. Wie finde ich es geschmacklich? Ich würde auch für eine gute, ich sag mal 3,8 gehen. Also ich bin so kurz vor 4, weil Panade ist wirklich sehr lecker, aber es ist halt nicht so ultra special. Trotzdem geil frisch aus der Fritteuse, das ist natürlich der Vorteil jetzt hier im Geschmackstasting. Ja. Und zahlreiche Sitzplätze. Wir schnabulieren mal eben und dann wird es Zeit für Ninas erste wilde Mausfahrt. Ja. Kurz zum wilde Maus-Review. Ich fand's ganz gut. Nina hat sich eine Rippe geprellt. Timo, wie fandst du's? Jo. Timo fand's jo. Und der Rest beschreibt eigentlich der Löwe. Das ist das einzige Restaurant, wo man bedient wird im ganzen Park. Das haben wir nämlich am Anfang gehört und deswegen muss natürlich hier noch einmal getestet werden. Wir haben wieder eine Auswahl von Burgern. Sehr burgerlastig hier. Es gab schon mal eine größere Variety. Hier ist wirklich sehr fastfoodig. Wir haben Salate, Baked Potatoes, Special-Sachen, ein Chili ist da drin, Nachos, glutenfreie Sachen, Soßen und Dips. Wir haben den Burger eben, die Burger-Spezialsachen. Wir haben Beef, wir haben Chicken, wir haben Premium, wir haben Veggie, Sachen für Kids und Pommes. Mit Desserts. Und Desserts. Nicht mit. Das wäre ein bisschen weird. Dadurch, dass wir ein paar Veggies hier mit dabei haben und mein Hungergefühl langsam auch fast am Maximum ist, werden wir hier auch was probieren. Denn, ganz interessant, die Veggie-Burger sind alle mit Jackfruit. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, aber so vor, ich sag mal, 2 Jahren haben wir das erste Mal mit Jackfruit schon ein paar Burger probiert zu machen und auch ein bisschen Fleischersatz. Dementsprechend werden wir da natürlich auch reinhauen. Voll bereit! Burger ist da. Wir haben jetzt einen Red and Yellow Veggie Burger genommen. Das heißt, wir haben einen Jackfruit Bratling, Salat, Hummus und gegrillte Paprika drauf. Also eine fetzige Zusammenstellung, die hoffentlich allen derbe mundet. Was ich kurz sagen muss, ist, Pluspunkt, dass Feldsalat hier drauf ist. Aber das ging irgendwie sehr schnell. Also wir haben wirklich keine 2 Minuten gewartet. 3 Minuten, 4 Minuten, wenn es hochkommt. Das ging schon flottig. Was ich wohl sagen muss, sind diese Brötchen, die sich hier fertig machen. Da hast du dann wieder ein Brioche-Brötchen ausgewählt. Wir hätten auch rustikal haben können. Die sind schon geil. Also die haben schon geile Brioche-Brötchen hier. Anscheinend sind hier auch noch karamellisierte oder eingelegte Zwiebeln drauf. Mit dem Feldsalat und ganz schön viel Käse, der aber irgendwie auch nicht angeschmolzen ist. Naja, sieht wild aus, der Bratling. Der ist wirklich super lecker. Der schmeckt so ein bisschen wie so Pulled Pork, aber dann so zusammengepresst in Patty mit so Crunch dran und so. Das ist der Fresh and Cheesy, ne? Das ist der Red and Yellow mit Hummus. Da steht gar nichts von Käse bei. Fresh and Cheesy ist Jackfruit-Fratling, Feldsalat, Guacamole, karamellisierte Rotweinzwiebeln und Monterey Jack Cheese. Vollkommen richtig, hier ist auch Guacamole drauf. Wir haben den falschen Burger bekommen. Vielleicht war es deswegen so schnell. Wir essen ihn trotzdem. Timo, ich schneide dir was ab mit deinem Messergäbelchen, okay? Und natürlich, wie immer, meine Hasspommes, die großen Steak-Pommes. Die sind nur tolerierbar, wenn sie jetzt frisch rauskamen. Oh. Jetzt so ein bisschen. Ja, klar. Aber lecker. Sehr gut. Ganz schöner Schlund, ey. Sehr lecker. Ne? Fresh and Cheesy übrigens 16,90 Euro. Also schon happig, aber wir haben festgestellt, in einigen Parks war der Burger auch schon verhältnisweise teuer. Ich weiß auch nicht genau, warum und wie, aber irgendwie sind die alle so in dem Bereich. Finde ich tatsächlich erstaunlich lecker. Schade mit dem Käse und natürlich irgendwie auch nochmal geil, wenn man irgendwie den Salat nochmal vielleicht so ein bisschen sauer anmachen würde. Aber die Zwiebelchen tun, glaube ich, da schon ihren Rest. Was würdest du denn geben, Nino? Ich finde, das ist ein erstaunlich leckerer Burger, obwohl ich eigentlich kein Jackfruit-Fan bin. Aber das finde ich sehr lecker. Ich würde dem, ja, das ist so eine 4-2. Finde ich gut, glaube ich. Schön Mayo reingefetzt, so gehört sich das. Das heißt, es bleibt eigentlich nur noch eine Sache zu tun jetzt, ne? Seht ihr jetzt? Es ist die Brezel. Ofenfrisch, 1,30 Euro. Das ist der absolute Schnapper. Ich habe mir lang keine Brezel mehr geholt und die beim Bäcker sind auch dann schon immer eine ganze Weile fertig. Aber das ist wirklich noch knackig. Hab ich gehört? Darf ich in deine Käsebrezel noch mal reindippen? Denn die haben wir auch noch mitgeholt, da ist noch ein bisschen Käse drauf.
Ja, Käse ist es nicht, bleibt es auch nicht, bin ich ehrlich. Aber die normale ist für mich umso besser. Ich gebe eine 4,8, das ist für mich die fast perfekte Brezel. Wenn die noch eine Sekunde früher aus dem Ofen kommt, insane. Aber dafür, dass die schon lagen, richtig gut. Und jetzt heißt es kurz einen magischen Übergang mit einer Kuh, die ihr euch anguckt. Weil ich muss mal ganz kurz ausrechnen, wo wir dann punktmäßig sind. Sekunde. Ich rechnete aus, wir sind damit insgesamt, was das Food-Technische angeht, bei einer 3,9, also fast einer 4 von 5, geschmacklich. Preislich sind wir für mich, nach meinem persönlichen Empfinden, was auch im Vergleich mit den anderen Parks irgendwie so abgegangen ist, safe bei einer 4,5. Also hier kann man wirklich ohne Essen einzupacken gut hingehen und sich irgendwelche Kleinigkeiten holen. Ich meine, zwei, drei Brezeln irgendwie für die Kids, dann sind die erstmal versorgt, dann noch einmal groß essen gehen, bis so pro Person um die, je nachdem wo du da essen gehst, natürlich, wenn es jetzt nicht der Burger ist, aber so um die 15 Euro oder so. Und das dann für einen Tag, dann bist du echt prappensatt und voll. Ein paar Getränke noch dazu, sagen wir 20 Euro. Ich finde, für einen ganzen Tag im Freizeitpark kann man sich das schon eigentlich ganz gut sehen lassen. Da kriegt man bei manchen anderen ein Gericht für. Nichtsdestotrotz, für mich ein spannender Tag. Ich war hier noch nie. Ich fand es sehr süß und muckelig, auch wenn es ein bisschen OG-mäßig ist. Aber nicht wundern, es war heute auch ein bisschen leerer. Die haben gerade Saisonstart. Anscheinend Geheimtipp. Saisonstart, Saisonende, nochmal hier hingehen. Vielleicht nicht dann direkt im Hochsommer, weil ich glaube, für einen Eintrittspreis von 48 Euro, wenn der Park so leer ist, kann man den schon ziemlich genießen. Keine Anstellschlangen, fast alles war direkt fahrbar. Ist eine gute Nummer. Wo sollen wir als nächstes hingehen? Schreibt es in die Kommentare. Wir sind weg. Tschüss. Das Video ist vorbei, ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos, mir fällt nichts mehr ein. Tschüss.